Oh. Oh. Aha. Ah. Huh. Nach Betrachtung der Leiche des Opfers kann ich schlussfolgern, dass die Todesursache nicht von den Flammen errührte. Nicht von den Flammen? Wovon dann? Das müssen wir noch feststellen. Aha. Aha. Voilà. Oh. Ah. Hmm.
Aha. Ordnung und Methode. Diese Kombination. Logisches Denken wird stets obsiegen. Haben Sie nicht mit Ihrer Nachbarin gesprochen? Vielleicht kann sie helfen. Ist das wieder dieser Polizist?
Ich hatte gehofft, Ihnen einige Fragen zu dem Feuer zu stellen. Dürfte ich Ihren Namen erfahren? Sie kommen nicht rein, das können Sie gleich wissen. Miss Colcham, Camilla Colcham. Merci, Madame Colcham. Sie hatte selten Besucher, aber gestern war es, als hätte sie ein Schild rausgehängt, dass es hier kostenloses Bier gibt. Wenn Sie so freundlich wären, die Ereignisse so zu berichten, wie Sie sich daran erinnern. Nun, ich sah, wie Sie mit einigen Gemälden unter dem Arm rausgingen. Kennen Sie Ihre Werke? Ach, nicht wirklich mein Fall. Dann war da dieser geschniegelte Kerl. Man hörte ihn, bevor man ihn sah, wie ein Elefant auf der Treppe. Dann kam da so ein geschäftsmäßig aussehender Typ. Hatte die Taschen ganz sicher voller Geld. Der ging auch mit einem Gemälde. Oh, und dann der Streit mit noch einem anderen. Ich habe nicht gehört, worum es ging, aber er hatte eine laute Stimme. Sie machen das ganz wunderbar, Madame Colcham. Diesen hochnäsigen Ton können Sie sich sparen. Sie muss ihr Radio lauter gestellt haben, um das Gespräch zu übertönen. Aber eins sage ich Ihnen, ich hätte lieber denen zugehört als diesem Gejaule. Es hat nicht lange gedauert, bis der die Treppen runterkam. Leichtfüßig wäre nicht der Ausdruck gewesen, der mir dazu einfällt. Können Sie sich an irgendwelche Details zu diesen Herren erinnern? Durch dieses Guckloch sieht man kaum, wer Männlein und wer Weiblein ist. Ich habe nicht gesehen, wie sie gegangen ist, aber als ich unten die Tür zuschlagen hörte, wusste ich, dass sie es war. Ich machte die Tür auf und habe ihr die Meinung gegeigt. Und wissen Sie, was sie machte? Sie hat einfach abgewunken mit einer Flasche Shampoos in der Hand. Schadronierte etwas davon, trocken zu sein. Dabei war sie ziemlich knülle, wenn Sie mich fragen. Erst danach hat sie das Radio leiser gedreht. Ich wollte die Ruhe nutzen und habe mich bettfertig gemacht. Ich war gerade beim interessantesten Teil von meinem Buch. Das erste von Perkins, wissen Sie? Ich mag Perkins. Tja, und da habe ich dann den Rauch gerochen. Er kam vom Flur. Und dann seid ihr alle aufgetaucht. Merci, Madame. Sie haben uns sehr geholfen. Oh, und das habe ich im Garten gefunden. Gehört auf jeden Fall ihr. Ich wollte ihn ihr durch den Briefschlitz schieben, aber... Sie wissen schon... Der Gocken einer Champagnerflasche. Es wäre keine große Spekulation anzunehmen, dass er aus Mademoiselle Kurzmeits Appartement stammt. Da ist ein Geruch am Korken. Bittermandel. Merci, Madame Colcham. Irgendetwas stimmt einfach nicht. Kommt schon, meine kleinen grauen Zellen. Wir müssen mit Logik an diese Sache herangehen. Die Puzzleteile scheinen endlich ein großes Ganzes zu formen.
Ha. Monsieur Hastings. Mandeln? Ich hatte noch nie Champagner mit Mandelgeschmack. Das will ich auch nicht offen. Auf Mademoiselles Lippen mögen wir den fehlenden Hinweis finden. Es war kein Unfall. Es wurde absichtlich gelegt. Und Terpentin wurde über alle Beweise für die Fälschung und die Anwesenheit des Diebes geschüttet. Eine beinahe perfekte Ausführung, wären wir nicht gerade rechtzeitig gekommen, bevor die Beweise verbrannt wurden. Aber warum versuchen, die Halskette loszuwerden? Gesprochen wie ein wahrer Detektiv. Was kann... Nach Betrachtung der Leiche des Opfers kann ich schlussfolgern, dass die Todesursache nicht von den Flammen errührte. Nicht von den Flammen? Wovon dann? Das müssen wir noch feststellen. Was kann ich für Sie tun? Mr. Poirot, Sie sind ein Genie. Was kann ich für Sie tun? Das wäre mir nie auch nur in den Sinn gekommen. Ich habe noch viel zu lernen. Was kann ich für Sie tun? Das wäre mir nie auch nur in den Sinn gekommen. Ich habe noch viel zu lernen. Was kann ich für Sie tun? Sehen wir uns den Tatort erneut an. Ich kann einfach keinen logischen Zusammenhang finden. Vielleicht könnte mir ein zweiter Blick auf die gesammelten Beweise helfen. Das wird mich nicht näher an mein... Ich sollte dies weiterverfolgen.
Dem Täter auf den Fersen. Ich muss eine andere Herangehensweise wählen, wenn... Ein weiterer Erfolg. Ich habe nie an mir gezweifelt. Die Hinweise deuten auf etwas anderes hin. Wo liegt ihr der Sinn? Die Vorgänge werden langsam etwas klarer. Gibt es etwas, das sich meinem Blick entzogen hat? Was brauchen Sie? Ich weiß nicht, ob ich dafür gemacht bin. Lassen Sie sich Zeit. Denken Sie darüber nach, was wir über Mademoiselle Kurzmeits gestrige Zeit ihr erfahren haben. Gut. Erstens wissen wir, dass sie einige Besucher hatte und einen Streit mit einem von ihnen. Von diesen Besuchern ging einer mit einem Gemälde. Vielleicht eine weitere Fälschung? Très bien. Irene trank nicht allein, und wer auch immer mit ihr trank, hat sie vermutlich vergiftet. Der Mörder verwendete eine Spritze, um ein Gift in flüssiger Form durch den Korken in die Flasche zu injizieren. Cyankali. Spuren der Verbindung sind in der Natur zu finden, aber gefährliche Mengen, wie sie hier vorliegen, können durch den auffälligen Geruch nach Mandeln erkannt werden. Und bald darauf fiel sie diesen zum Opfer. Dort... Natürlich, das Gemälde. Irene fertigte Fälschungen der reumütigen Magdalena an und verkaufte sie vermutlich für einen ordentlichen Betrag. Was werden Sie ihm sagen? Die Wahrheit. Er mag auf eine einfache und zumindest teilweise bequeme Version der Ereignisse hoffen, aber er wird die Fakten nicht ignorieren können, die wir ihm vorlegen. Ist mein Tatort noch unversehrt? Natürlich, Detective Inspector. Es gibt etwas, das... Mehr gibt es nicht zu sagen. Pardon, Detective Inspector. Die Wahrheit ist... Mademoiselle Irene Kurzmeith wurde ermordet.
Na, da sagen Sie was. Ich schreibe es mir direkt auf. Aber Sie werden nicht... Bitte? Vergessen Sie, mit wem Sie hier reden? Ihm ist Ihre Zuständigkeit sehr wohl bewusst und Ihre Fähigkeit, die gleichen Schlüsse zu ziehen. Wir möchten Sie nur über unsere Schlussfolgerungen in Kenntnis setzen. Also meine Männer haben sich umgesehen, wie ich auch, und sind zum Schluss gekommen, dass die Mademoiselle, wie Sie sie so elegant nennen, sich mit dem Gemälde verdrückt und mit ein paar Gläsern gefeiert hat. Sie ist betrunken in ihrem Stuhl eingeschlafen. Die Kerze brannte noch und hat alles in Brand gesetzt. Detective Inspector, s'il vous plaît. Es ist wirklich nicht so einfach. Wen nennen Sie hier einfach? So meinte er es nicht. Er sagt nur, dass es so nicht ablief. Wie können Sie die manipulierte Champagnerflasche ignorieren? Den Geruch von Gift am Korken. Jetzt sind Sie beide Experten für Gift, was? Ich habe nicht das Bedürfnis, hier zu stehen und über Qualifikationen zu streiten. Mademoiselle Kurzmeid wurde nicht durch das Feuer getötet, das ihre Wohnung zerstörte, sondern durch die Hand eines Menschen, ihr Getränk, das mit Cyangalli versetzt war. Sie haben ja eine schöne Fantasie, Sie beide. Hören Sie, wir können beweisen, wie... No, wir werden den Detective Inspector die Wahrheit allein herausfinden lassen. Detective, adieu. Monsieur Hastings, Sie müssen lernen, welche Schlachten es wert sind, geschlagen zu werden. Abgesehen davon haben wir nicht die Zeit, mit ihm zu streiten. Wir haben einen Mord aufzuklären. Was für eine Nacht. Ich bin ganz aufgekratzt und doch erschöpft. Stolz auf das, was wir herausfanden, aber voller Trauer wegen Miss Kurzmeith. Es ist die Fähigkeit, diese Gefühle zu kontrollieren und doch das große Ganze zu sehen, was die besten Detektive von denen unterscheidet, denen einfach nur die Vorstellung dieser Pflicht genügt. Also denken Sie, es muss einer der Gäste der Gala gewesen sein? Ich denke... Einer der Gäste der Gala war ein Komplize von Mademoiselle Kurzmeid. Sie hätte Hilfe gebraucht, um ihren Plan durchzuführen, bevor sich diese Hilfe gegen sie wandte. Ein Komplize, der zum Mörder wurde. Ich glaube, mir läuft es kalt den Rücken runter. Unser Täter mag sich für einen Meisterschurken halten, aber er hat es noch nie mit dem größten Detektiv Belgiens zu tun gehabt.